Und mit dieser schönen Ranzoomerei an den Baum. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oriented Blind Forest. Ich habe es genauso gemacht wie in Thousand Amps, das Video, was heute kommen soll, dass ich Ori aufnehmen möchte. Und ich freue mich. Yay. Über dich freue ich mich nicht. Aber ich freue mich über dein Geisterlicht. Oder wie hieß das? Geisterlicht, oder? Geisterhöhle. Ich glaube, bis in etwa hierhin habe ich. Hä, was hat mir hier eben wehgetan? Bis in etwa hier habe ich noch gespielt gehabt. Das ist ein Fehler, den ich immer noch mache. Einfach das Zeugs kaputt machen, weil ich mir so denke, oh, da ist was zum kaputt machen, geil. Na, dann ist es eigentlich was, was ich nutzen hätte, um vorher speichern zu können. Naja, am Ende wird das alles viel leichter laufen, dann muss ich auf sowas nicht mehr achten. So, wir schauen gleich aber erstmal noch kurz hier hin. Zuerst. Okay, denn hier ist Ori, dies ist ein Kartenstein. Einer der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Hört sich gut an. Das Ding habe ich aber noch nicht, aber wir holen uns Schlüsselstein. Gut, aber trotzdem erstmal schön, hier lang gegangen zu sein. Und ihr seht so in etwa den Radius da oben, wie Monster jetzt wieder spawnen. Das ist etwas größer gehalten, das ist gut. Ist nicht so krass wie in Kirby. Ah ja, da oben wollen wir hin. Aber wir gehen erstmal hier unten hin, oder? Ja, genau. Oh nein, wir kommen nicht mehr hoch, oh nein. Ja, verdammt. Das finde ich immer ein bisschen schwer bei den Gegnern. Kann man einschätzen, wo ihre Stacheln lang gehen werden? Oh, wir hätten fast ein Level-Up, dann könnte ich da drankommen. Weil ich weiß, was ich als nächstes skillen möchte. Komm, Level-Up. Jetzt. Boom. Ach nee, ich komm. Jetzt komme ich nicht mehr oben dran. Wow. Ja, an das Zeug komme ich wohl nicht. Es sei denn. Boom. Spiel gespeichert und. Boom. Ha, jetzt komme ich dran. Ja, deshalb zuerst das skillen, dann das andere und dann wieder das. Das habe ich jedes Mal übersehen. Gut, als ich in Safe State Nummer 1 durchgegangen bin, bin ich drüber gesprungen. Aber jetzt habe ich gerade wieder nicht dran gedacht. Mann. Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Als sie verwüstete und tötete. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Erster Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Hi Phil. Ha, da waren auch wieder Engelsstimmen. Sowas kann ich auch. Nur meine klingen nicht so schön. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung der Pfeiltasten zu einer Wand hinbewegen und dann Space wiederholt drücken, um daran nach oben zu springen. Das kann ich dir alles selber erklären. Space, Space, Space. Yay. Und noch eine Energiezelle. Das haben wir schon mal gelesen, den Text. Jetzt können wir zweimal speichern, wenn wir wollen. Ha, diesmal nicht. Boom. Aber das könnten wir wieder benutzen, ne? Aber wir können daran nicht nochmal speichern. Nein, das nicht. Das ist dieser Effekt. Man kann es wieder benutzen zum Skillen, aber nicht zum dran speichern. Das wollte dieser erste Upgrade sagen. Hatte ich im letzten Part ein bisschen anders gedacht. Aber das ist richtig schön. Also, bisher habe ich noch keine Fehler gehabt, von Grafik her. Oh halt, ich hätte mal auf die Uhr schauen sehen. Oh nein. Ja, so in etwa 50, nehme ich schon 10 Minuten auf. 10 Minuten sind ein bisschen viel, aber es kann sein. Ach egal, wenn nicht wird der Party ein bisschen länger. Ist doch kein Ding. Ich habe nur ein bisschen Angst vor den Szenen,
also vor den Cutscenes, in denen gewisse Augen sehr hell leuchten, weil das eigentlich damals immer der Grund dafür war, dass mein Spiel fast abgeschmiert ist in den Aufnahmen. Wenn das jetzt noch funktioniert, dann funktioniert dieses Spiel, was eigentlich mehr Aufwand in sich hat, besser auf meinem PC als die erste Version. Und hier hätte ich jetzt auch wieder speichern können. Was ist falsch in meinem Leben? Wieso mache ich das kaputt? Ach man. Okay. Schön auch, wie uns der Stein immer ein bisschen zurückschiebt. Setz Realism. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Puh. Und noch eins. 100 Bischen Erfahrung. So, damit entsteht gleichzeitig ein Shortcut. Huch. Oh nein. Dass wir jedes Mal da hoch können. Ach Mann. Du mit deinen Range-Angriffen. Ich habe nur ein Herz. Wow. GG. Nicht mehr wehtun. Ha! So, was wir mit dem Kartenstandfragment machen können, wissen wir ja bereits. Oh halt. Bitte sei Leben. Easy. 3 von 4. Und 4 von 4. Gut. Kartensteinfragment. In etwa so weit habe ich auch jetzt am Anfang nochmal gespielt. Dann haben wir das schon mal wieder aufgeholt. Ah ja, genau. Ich habe genau hier so beim Eingang aufgehört. Ach man. Ach ja, genau, dieser Kreis hier drum sagt ja immer, wie lange es dauert mit der Seelenverbindung, ne? Das verkürzt sich anscheinend dann auch noch nach einer Zeit durch Upgrades. Das heißt, wenn wir jetzt hier so ein Ding setzen, füllt sich der Kreis langsam. Okay. Hoho, knapp. Da kommen wir noch nicht dran. Da müssen wir hier so hoch schießen durch dieses Teil. Fuck. Das können wir noch nicht machen. Aber sein erklärt es uns trotzdem. Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Aber ich habe erst 2. Ja, genau, hast du nicht nach rechts Sprung gedrückt, als ich... Ach man, irgendwas. Oh, es ist so cool, wieder durch diese Welt zu springen. Das kann ich einfach nur immer wieder sagen. Das ist wirklich ein Top-Game. Das kann man auch nicht wirklich mit irgendwas anderem vergleichen, oder? Kommt irgendwas an dieses Spiel ran? So vom Genre her? Ich denke nicht. Ah, wir haben es noch zum Geisterbaum geschafft in dieser Folge. Yay. Traurig fanden sie mich vor. Schlafend und still. Wir erzählten Ori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens. Ja, ja, mein fehlgeleiteter Wille, I'm sorry. Du riefst Ori, doch dein Kind kam nicht. Wissen wir schon. Ori, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten.
Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichtzeremonie. Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Ja. Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Hoffentlich bringen ihre Augen das Spiel nicht zum Laggen. Bitte. Noch ist alles gut. Okay, von hinten tut sie schon mal keine Lags machen. Oh Gott. Und jetzt dreht sie sich um. Ha! Oh ja. Man sieht den Hass in ihren Augen. Das heißt, endlich können wir mal ihre Augen sehen. Und sie nimmt sein aus dem Geisterbaum heraus. Knacks und fallen lassen. Und dort unten haben wir es gefunden. Kurostall sein. Es war das Ende unserer Tage. Okay. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unsere Schicksal und deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Was muss ich verstehen? Was ist mein Ziel? Jetzt wüsste ich das nicht schon. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts die Kraft, um ihn im Gegenzug... Was lese ich? Fuck. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und warnten Nibel in Sicherheit. Ah ja, es sind immer noch drei. In der Definitive Edition. Das Element des Wassers hoch auf dem Ginso-Baum. Das Element des Windes tief in den Elends-Ruinen. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horu-Bergs. Um Nibel wieder zu alten Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnhöhle auf einem Berg, wo einst das Wasser floss. Beim Ginso-Baum. Wenn wir den hochklettern sehen, das wird so cool werden. Ziel, finde den Geisterbaum? Nee. Wir müssen zum Ginso-Baum. Das Ziel stimmt nicht. Ah ja, wir können speichern. Mit Rechtsklick? Wir hatten doch hier unten schon mal eins. Wir hatten doch schon mal so ein Geisterportal. Ah, hier. Halt! Ging das beim letzten Mal? Ging das schon beim letzten Mal? Oder nicht? Jetzt bin ich confused. Aber, wir gehen da jetzt mal hin. Weil, da ist dieses neue Element. Das habe ich noch nie gesehen, also glaube ich, dass es neu ist. Ich glaube, das ging zuvor nicht. Und wir können jetzt Wände hochklettern. Das hier ist ein neues Gebiet. Ori, diese Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon einmal gesehen. Sie fanden das zu Hause. Des Kindes, das unser Licht empfing. Ah, sie sind hierher gereist. Der Papa und Naru. Ich erinnere mich an sie. Vor vielen Jahren, als der Geisterbaum noch ein Sprössling war, sorgte Naru, die Junge, für uns, was immer sie konnte. Wann immer sie konnte. Cool. Das ist so toll. Das heißt, Naru wusste sogar schon von uns. Sie weiß, was ich bin. Und hat mich deshalb unter anderem aufgenommen. Oh, dieses Gebiet. Schwarzwurzelgänge. Komme ich da oben schon dran? Ja. Nicht stören. Bin ich schon mit einer Person hier? Von der ich eigentlich erwarten könnte, dass sie den ganzen Tag einfach nur ihre Ballerspiele spielt?
Dann muss die auch noch hier reinkommen. Nein. Au. Toll, woher soll ich denn wissen, was hier ist? Oh Gott. Oh nein, dieses Gebiet gefällt mir jetzt schon nicht. Oh nein, ich mag gerne Dinge zu sehen. Wenn Sein mir hier ein bisschen Licht spenden könnte, das wäre cool. Oh Gott, ich habe mega Angst in diesem Gebiet. Da unten sind Stacheln. Was ist das? Können wir da hinspringen? Bitte. Ah! Was? Nein! Was? Nein! Nein! Oh nee. Ach komm. Okay, ja gut. Diesmal kennen wir es schon. Los, komm. Die Frage ist, ist das wiederum eine Mutter oder ein Vater? Vielleicht sind die ja irgendwie alle weiblich. Ich glaube, die einzige Person, die hier im ersten Teil nicht weiblich war, war dieser Guman-Typi. Ja, das wissen wir. Okay, ich speichere das nächste Mal ab. Das stimmt. Das ist wichtig in diesem Let's Play. Am besten noch relativ zu Beginn. Wir orientieren uns jetzt immer an der jeweils nächstgelegenen Lichtquelle. Okay, da sind wir so nicht hoch. Ich sehe schon. Gut, immerhin wissen wir jetzt von den Stacheln. Das macht es zwar nicht irgendwie besser, aber wir wissen davon. Fuck. Bleibt denn eigentlich mein aktueller Status bei? Also wenn ich jetzt wieder sterbe, geht es dann wieder auf 3/4 oder was? Ich glaube, es bleibt so, weil das letzte Mal kamen wir irgendwie nicht so weit mit unserer aktuellen Energie, oder? Dieses Licht vom Geisterbaum war ein Geschenk von uns. Es wurde Naruto überreicht, da die an unserer Seite stand. Ah, damit komme ich da durch. Dafür ist es vielleicht schlecht, aber hierfür ist es gut. Ah, der Level-Up kam zu einer guten Zeit. Halt! Ich sehe schon, wir müssen eigentlich aufhören. Das wäre nicht so gut, wenn wir hier zu lange machen. Weil das große Dateien werden können. Aber okay, ich weiß natürlich auch nicht, wenn ich angefangen habe. Aber ich möchte ja sowieso ein bisschen am Stück aufnehmen, weil dieses Spiel so toll ist. Oh nein. Nicht auf mich schießen. Au! Ja, genau! Okay, gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir weiter dieses Gebiet erkunden mit der Lichtkugel. Es sieht hier alles sehr cool aus. Ich freue mich. Und ich kann es jetzt schon spielen und ihr müsst noch ein paar Tage warten. Ha, gedisst. Nein. Leute, ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch bisher. Bis zum nächsten Mal. Ciao.